So, da bin ich wieder. Es ist Nacht. Und da habe ich gerade hier bei dem Goblin Camp ist mir einer leider in die Wege gekommen. Den musste ich gerade lynchen. Und wir begeben uns jetzt wieder zum Friedhof, wo ich nicht vergessen darf, frühzeitig den Trank zu nehmen, den ich jetzt ein zweites Mal gekauft hatte. Muss nur erst warten, dass es Mitternacht wird. Ach so, ja. Das könnte ich eigentlich machen. Wir haben ja noch nicht so spät. Oh, look, a human. Das sind jetzt Feen. Die sind hier bei diesem Pilz. Die müssen mir so Feenstaub geben. What's it doing here? Das ist eine der Zutaten, die ich brauche für die Händlerin, für diese Aufgabe. Yuck, let's have some fun with it. Humans, why is it always humans? Go away, you can't play. I think it wants to play with us. Humans, do you know how to dance? How do you dance? 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 Will you dance for us? Can you dance? Aber sicher doch. Ich zeige euch einen fetten Gabba. Oder einen schönen Walzer. Oder einen Ententanz. Then dance for us. Humans can't dance. Let's see you dance. I bet you can't dance. Dance for us. All he wants to do is dance. Let's see you. Dance, dance. Yeah. Oh ja, das sieht schon eher nach Walzer oder sowas aus. Ob sie damit zufrieden sind? Ja, in dem Spiel kommt alles vor. Feen, Kobolde, Oger, Dryaden, was man will. Jede Menge Monster. Magier, Hexe. Ganz, ganz tolles Spiel. Schade, dass es das nicht auf Deutsch gibt. Genau wie den zweiten. Aber wie gesagt, ab dem dritten Teil wird's Deutsch. Oh, it does know how to dance. Woohoo! This is neat. Gee, I didn't think it could do this. Well, I just love it. You love an Antwerp? Do not. Do no. Bitteschön. Wow, yeah. Und dann nochmal so ein Saturday Night Fever Move. Abgefahren. Quatsch doch mal mit denen. Habt ihr vielleicht etwas Fairy Dust für mich? Fairy Dust is very magical. Is that why you are here? Why shouldn't we give it any dust? It danced for us, didn't it? Well, I say we give it some dust. That's because you haven't have a crush on it. Do not. Dewdrops are love with a human. I'm not. Aren't you? If you love it, you give it some dust. Ick. Not me, you. You. No, you. No way, you. Not me, you. Make Mikey do it. She touch anything. Mikey. All right, but you all owe me. All right, human. Hold your hand and close your eyes. You will get a big surprise. You hold out your hand. What else could you do? Tune, tune, tune. No peeking. I think it's cheating. Oh, just give it some dust. You need a bath anyway. You realize that you need something such as an empty flask to put this fairy dust into. Ah, ja, schon wieder etwas, was nicht funktioniert, weil ich keine leere Flasche habe. Das ist ganz schlecht. Dann komme ich nochmal wieder und tanze nochmal mit euch. Ich hoffe, das geht. Mumble, mumble, overworked, mumble, mumble, underpaid, mumble, mumble, no control over my life. Forest, this is our home. Okay, die wollen wohl nicht mehr. Triade, she projects the force for everything. Ja, warte, dann werden wir jetzt mal. Wie sieht es denn hier von den Werten aus? Ja, dann werde ich einen Stamina-Trank nehmen. Ein Stamina-Trank bitte benutzen.
The drink is invigorating. So, und jetzt quatsch die nochmal an. Fairy Dust. Okay, jetzt nochmal dasselbe. You place the dust carefully away in an empty flask. Also jetzt haben wir eine leere Flasche gehabt dafür. Also, da haben wir die jetzt drin. Das müsste das sein. Ah ne, das da unten. Fairy Dust, genau. Eine weitere Zutat, die wir für die Händlerin brauchen. Geben wir uns jetzt mal rüber Richtung des Graveyards. Er hat noch nicht gesagt, dass er müde ist. Kiss a tree for me. Okay, mach ich. So, was sagt die Zeit? Middle of the night. Dann nehmen wir jetzt hier einen mächtigen Trank. Hoffentlich ist das der richtige. Undead, genau. Den nehmen wir. Trinken den. You feel a tingling sensation as you rub the unguent all over your body. Und jetzt gehen wir da rein. It appears that the spirit frolic here during the dark hours. Ja, und jetzt können wir den da nehmen, ohne dass uns was passiert, weil wir diesen Untotentrank genommen haben. You wrench the mandrake plant and free from the tombstone on which it has grown. You hear a scream aim like that is of a dying child as you yank the root from the ground. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Deswegen gehen wir auf Rennen. Und los geht's. Die Nacht darf nicht enden. Ich muss mich beeilen. Ich muss da wieder hin, jetzt schnellstmöglich. So, you made it back, did you? She is expecting you. Kommt das von allein jetzt runter? Na komm, hoppdi hoppdi. Back so soon. Spirits of mist and creatures of bog transform my quest to the shape of a frog. Ach Gott, ich muss immer als Frosch mit der reden. This I vow, stay there now. Once again you're a frog and once again you can't move. You find it very exasperating. Yum yum, froggy frappy. Did you bring me my mandrake like you promised? As you make a feeble croaking sound, you try to nod your head. Well, where is it? What's the matter? Got a frog in your throat? Verwandt nicht zurück, dann geb's dir. I suppose I'll have to turn you back into whatever it is that you were. Pity. Your man arch more appetizing this way. Creatures of bog and spirits of fog return the true form to the serrator dump frog. Ganz komisch hier, diese alte. Verwandel mich nicht ständig. Die ist wohl sehr froschhungrig. Ah, here it is. Kids, we have it. That's it, the final ingredients. Now we can make our greatest creation. Mandrake Mousse. Ah, jetzt hat's auch keinen Hunger mehr auf Frosch dann, hoffentlich. What's that, children? You think we should reward our lackey here?
Very well, X-Frog. I let you live this time. Next time, so it's frog legs for sure. So go. Tsiung. What an awful creature to turn me into a frog. You say to yourself, someday I must return the favor. So ist es. Dafür brauchen wir aber erstmal so einen mächtigen Spiegel, der den Zauber reflektiert, wie wir von Erasmus, dem Magier Zauberer, gehört haben. Ah, da oben ist ein Gegner. Shit. Geh mal zurück. Ist nicht mehr da. Sollten vielleicht nicht mehr rennen. Wir gehen jetzt wieder normal. Halt. Normal gehen. Und zwar hier lang. Werden wir uns jetzt mal aufmachen zu diesen... Oh, da hier. Das sind ganz starke Gegner. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Die habe ich aber schon bekämpft. Die halten viel aus. Wenn man sie einmal hat, so, dann klappt das ganz gut. Ich glaube, jetzt sind wir auch über die Energie drüber, über die 1000 Erfahrungspunkte drüber und werden wohl deshalb Some of the Cheetah's Claw have been broken. Ja. Das macht nichts, ein paar sind heile geblieben. Also es sieht echt aus wie diese Avatar-Viecher. Das ist eigentlich eine gute Stelle für einen Break. Ach komm, wir gehen noch was weiter. Wie sieht es jetzt hier mit den Werten aus? Ja, wir sind über 1000, das heißt, die kommen jetzt auch tagsüber. Da muss man mal gucken, ich muss die Stärke irgendwie auf 100 kriegen. Und ausweichen muss nochmal was höher werden. Na, kurz bevor ich das Spiel durchgespielt habe, werde ich dann nochmal den Charakter komplett hochboosten. Ja, da ist schon wieder der nächste. Kommt her. Was auf die Nuss. Was ich bräuchte, wäre ein Troll. Das ist nämlich noch ein Zutat. Ich brauche Trollbart unbedingt. Aber den kann ich gut ausweichen erhöhen. Weil das Blocken bei denen nichts bringt. Wenn man einmal raus hat, wie man sie bekämpft, klappt das ganz gut. Die haben ja nie was bei sich. Müssen eigentlich hier oben, müssen irgendwo die Blumen sein, die die ganze Zeit diese komische Frucht am Spucken sind. Ja, genau. Und hier werden wir jetzt mal einen Break machen. Save. Let's Play 19 war das. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.